Sprechen wir doch mal über einen Horrorfilm, der sich mal wieder den Spinnen annimmt, beziehungsweise einer einzelnen Spinne als Thema. Denn gerade bei Spinnen ist es so, dass viele Leute mindestens mal Respekt haben oder auch regelrechte Angst, was wahrscheinlich evolutionär auch veranlagt ist, weil wir gelernt haben, nicht nur, dass diese komische, achtbeinige, zackige Bewegungsweise irgendwie unangenehm ist, sondern dass man eventuell vergiftet werden kann durch diese Wesen und dadurch man tendenziell eher Abstand hält und es einem sehr unangenehm sein kann, wenn sie sehr nah sind. Andere finden sie aber ganz faszinierend und lieb. Sie und ich sage am Ende, hey, das sind Tiere und Nützlinge und im Garten immer wieder wahnsinnig hilfreich. Und insofern kann man Angst haben in Horrorfilmen, aber gleichzeitig auch bitte immer sehen, dass es liebevolle Wesen sind, die wichtig sind. Aber das als kleiner Disclaimer. Und damit reden wir jetzt über Sting. Geht 92 Minuten, ist ab 16 Jahren freigegeben und ein Horrorfilm, der ab dem 20. Juni, also relativ bald, in anderthalb Wochen in den deutschen Kinos startet und erzählt die Geschichte eines Asteroiden, der an der Erde vorbei teilweise dafür sorgt, dass es sehr kalt wird, unter anderem New York City in einer Nacht und aber auch es zu einem Einschlag kommt, wobei ein außerirdisches Spinnenei in dem Zimmer eines 12-jährigen Mädchens namens Charlotte landet und dabei auch eine Glasscheibe zerstört und sie feststellt, irgendwas ist an diesem Ei vielleicht besonders. Und als sie feststellt, dass es eine Spinne ist, tauft sie diese auf den Namen Sting, benannt nach dem Schwert von Bilbo Beutlin aus der Hobbit und verwahrt sie in einem Glas und füttert sie fortan mit Kakerlaken und muss feststellen, dass die aber ziemlich schnell ziemlich groß wird, während sie selbst in der Familie so ein bisschen kleine Probleme hat, darüber rede ich gleich, wird es nach und nach gefährlich für Haustiere, aber auch irgendwann für die Nachbarn. Das ist Sting in der Kürze der Würze von 92 Minuten zusammengefasst, worum es dabei gehen soll. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass Kiera Turner als Regisseur hier am Anfang eigentlich ganz gute Atmosphäre aufmacht. Ohnehin hat der Film relativ gute Effekte. Wenn es um Horror und Spinnen geht, muss es ehrlicherweise ganz oft, um sich von dem Gros der meisten Filme abzusetzen in diesem Bereich, gar nicht so wahnsinnig gut aussehen. Aber hier wurde sich richtig Mühe gegeben mit dem Design dieses Tieres. Und dann, wenn es mal ein bisschen blutiger wird und zu gestochen und zu gewebt und zu geklettert wird in Rachenräume, wo ich so dachte, das sieht echt nicht schlecht aus. Und trotzdem hat die Geschichte oder dieser Film in seiner Geschichte dann doch nicht so viel zu bieten und verwirrt sich eben teilweise oder verirrt sich in zu viel Familiendrama, was man zugrunde legen will, um irgendwie eine emotionale Brücke zu bauen, die nur bedingt funktioniert. Und darüber können wir nämlich gleich mal reden und damit über den Cast. Lila Brown als Charlotte ist dieses 12-jährige Mädchen, bei dem ich so das Gefühl hatte, dass sie ein bisschen auf cool geschrieben ist und tough, weil die befindet sich mitten in so einem Familienkonflikt, lebt sie in einem Apartmenthaus mit ihrer Mutter und ihrem Stiefvater und dann gibt es da noch ein junges Neugeborenes, das verdrängt so ein bisschen ihren Platz und dann wird eigentlich eine ganz coole Idee aufgemacht, weil der Stiefvater Comics zeichnet und sie eine Idee hat, wie man ein Comic dadurch, dass man hinter einer Brille die Augen sichtbar macht, irgendwie greifbarer eine Figur dabei macht und er findet diese Idee nicht schlecht und nimmt sich Teile daraus, stößt aber auch andere Teile ab. Und über diese gemeinsame kreative Arbeit und Idee wird quasi so dieses Verhältnis aufgebaut innerhalb einer Familie, wo ein Mädchen das Gefühl hat, irgendwie rausgedrängt zu werden oder nicht mehr die Aufmerksamkeit zu bekommen, die sie vorher hatte und sich deswegen eben dieser Spinne zuwendet als eigenes neues, vielleicht auch gefährliches Haustier und damit sich quasi so diese Nebenidee, dieses Isolieren dieses Mädchens ergibt, weil eben die Eltern ganz andere Dinge gerade zu Hause zu tun haben. Und das mochte ich, das aufzumachen, um eine gewisse Logik zu erzählen, warum hier Sachen so stattfinden. Aber dann geht es irgendwann viel zu sehr darum, ob dann Ryan Coles Ethan als der Stiefvater wirklich einer ist, der in der Familie gebraucht wird, zu dem Charlotte aufsieht oder nicht und was er richtig machen könnte oder vielleicht falsch macht, wobei man dann auch so einen Bogen spannt, um Geld zu sparen, dass er als Hausmeister dort auch tätig ist, deswegen er dann wieder Kontakt nicht nur mit der Vermieterin und der Spinne hat und wir quasi so ein Kammerspielgefühl bekommen in diesem Haus in New York in einer sehr, sehr kalten Nacht und gleichzeitig dann aber doch zu viel aufgemacht wird von dieser familiären Ebene und fast schon einer geführten kleinen Identitätsfindung, wo ich so dachte, für einen gut 90-minütigen Horrorfilm ist es dann doch zu viel auf Familiendrama gemacht und das bremst den Film massiv ein bei dem, was er eigentlich sein möchte und dann würde ich eher sagen, gut gemeint, aber eher im falschen Film gedacht, weil gespielt ist es von den beiden nicht schlecht, aber bei Lila Brown fand ich eher so ein bisschen schwierig, dass die Figur oft cool gemacht wird und während mir erklärt wird, warum sie dann so für sich und mit dieser Spinne funktioniert, ist sie dann irgendwann, finde ich, ein bisschen nervig und anstrengend und auch in ihren Verhaltensweisen denke ich so, ja, da wäre ich jetzt langsam mal ein bisschen vorsichtiger bei dem, was da passiert und da bin ich dann spätestens in der Hälfte des Films dann doch zu arg ausgestiegen. Penelope Mitchell als Heather, als Mutter, fand ich ziemlich ersetzbar und wirkte eher wie eine Stichwortgeberin und dann gibt es dann noch einen
Kammerjäger, mit dem dieser ganze Film anfängt, wo wir dann Rücksprung in der Zeit so ein bisschen machen. Den fand ich eigentlich ganz cool, entspannt und lässig. Und ohnehin werden zum Beispiel über ihn auch Anleihen an, also über den Film generell, aber über ihn zum Beispiel an Arachnophobia gegeben. Wir finden so Anleihen an der Weiße Hai, an der Hobbit, an Predator und noch viele mehr. Ich glaube auch Stirb langsam innerhalb von Sting. Das mochte ich, dass sich da so ein bisschen verschaut wird oder angeschaut wird, auch in Richtung andere Filme und Franchises, die man so ein bisschen verehrt. Dann gibt es dann irgendwie noch so die verwirrte ältere Mieterin, die gar nicht so richtig weiß, warum sie jetzt einen Kammerjäger ruft oder was ist jetzt eigentlich los. Und irgendwo torkelt da gefühlt diese fiese Spinne rum, wo man nie weiß, ob sie gleich einen Menschen wegschnabbern könnte. Die Konstellation fand ich auch nicht uninteressant und die Vermieterin, die so ultra streng will, dass Dinge sofort gerichtet werden und wo man auch so ein bisschen sich eher darauf freuen könnte, dass die vielleicht bald nicht mehr existiert. Es ist gut gedacht und ein kleiner Film, den ich eher Richtung B-Movie einstufen würde, der im Kino vor allem mit der Atmosphäre und den Effekten in erster Linie gut aufwarten kann. Die Kameraarbeit, die quasi die auch dieses Gefühl von diesen beengten Räumen innerhalb der Apartments erschafft, macht das Setting klar. Und das finde ich auch ganz gut ans Ding, dass er sich nicht künstlich größer macht, als er ist. Aber am Ende ist es so diese Idee, die es schon oft gab. Eine Spinne, die sich unnatürlich schnell vergrößert und dann irgendwann gefährlich wird. Und deswegen wartet sie so, dieser Film auf Gefilden, die kennen wir schon, da ist nichts Neues dabei. Macht das ordentlich vom Look her, ist aber zu wenig Horrorfilm, weil Grusel, auch wenn es mal ein bisschen blutiger wird bei den gut gemachten Effekten, kommt ehrlicherweise nicht auf. Und so habe ich den geschaut, habe auch gemerkt, so Tag für Tag verlässt der mich dann auch schon wieder aus meinen Gedanken, beziehungsweise dem, wo ich mich denke, ah, wie war das nochmal? Der wollte mir doch was mit der Familie erklären, aber was genau war da nochmal das Problem? Und so muss ich sagen, schafft zunächst Atmosphäre, Effekte gut, Kamera gut, manchmal einen etwas fieseren Humor, habe ich noch nicht erwähnt, das ist ganz okay bei dem Film, er macht sich künstlich nicht zu groß, aber Familiendrama zu viel, bremst den Film zu sehr aus. Ich fand das Mädchen leider eher anstrengend als cool als Hauptakteurin, bleibt mir nicht wirklich im Kopf und da es nicht wirklich gruselig ist, ist man so ein bisschen an der Grundaufgabe des Horrors auch vorbeigeschrammt, vor allem, wenn man sich in so ein Gefilde mit Spinnen begibt, was man sehr oft gesehen hat und wo wir dieses Jahr auch noch Nachschub bekommen werden in den Kinos. Am Ende komme ich raus bei 6 von 10 möglichen Punkten als Horrorfilm. Ist okay. Und 4,5 von 10 möglichen Punkten insgesamt. Nicht so dolle. Das spiegelt so ein bisschen wider, wie es sich für mich angefühlt hat, das Ding anzuschauen. Und wie gesagt, der Titel des Films ist der Name der Spinne, benannt nach dem Schwert von Bilbo Beutlin in der Hobbit. Muss man zumindest annehmen, weil in dem Moment, wo sich Charlotte den Namen ausdenkt, gibt es noch einen kurzen Schwenk vorher auf das Buch von J.R.R. Tolkien. Okay, dann bin ich am Ende meiner Review zu Sting ab dem 20. Juni in den deutschen Kinos. Und ich bedanke mich wie immer fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filmeschauen.